und begrüße alle YouTube-Zuschauer zu Folge Nummer 16 des Hardcore-Let's Plays. Und wir sitzen an der Personal Story, da wird's jetzt für uns weitergehen und ich muss zu Usulans Werkstatt und die befindet sich... Oh, ich habe die Map geöffnet. Das ist ein Punkt, der eigentlich auch nicht erlaubt ist, übrigens, das Karten öffnen. Das war jetzt ganz intuitiv, hat mir aber auch keinerlei Vorteile gebracht, weil ich weiß, wo Usulans Werkstatt ist, in den Kessex-Hügeln. Das hat keiner von euch gesehen. Das vergisst man so leicht, ja, wenn man normales Guild Wars 2 spielt und zwischendurch immer wieder in dieses Hardcore-Let's Play reingeht. Das ist tatsächlich nie passiert. Das ist im Prinzip schon der zweite Verstoß gegen die Regeln, den ich begangen habe. Verstoß Nummer 1 war, dass ich einmal noch zwei Level gemacht habe, bevor ich die Personal Story begonnen habe, weil ich gar nicht wusste, dass ich die Personal Story instant machen musste. Das ist Winzerin Victoria. Wer ältere Folgen verfolgt hat, wird wissen, dass Winzerin Victoria der Grund war, warum wir überhaupt überlebt haben bis Level 20. Und deshalb mache ich jetzt ihr zu Ehren noch einmal kurz dieses Event hier, ehe ich es nie wieder machen kann. Ich muss sagen, es laggt ganz, ganz leicht bei mir. Ich bin mir aber nicht sicher, woran das liegt. Eigentlich dürfte es zu keinen Problemen kommen. Ich schließe aber einfach vorsichtshalber mal ganz kurz Twitter und den zweiten Tab hier und hoffe mal, dass das die Probleme schon behebt. Ja, die Tastenbelegung, ich hab zum Beispiel die Tastenbelegung für die Dodge Roll aufgehoben, Doppeltap, damit das gar nicht erst passiert. Ich könnte theoretisch auch nochmal die Map freimachen, das stimmt. Ich darf die Karte allerdings in Städten benutzen, also wenn ich zum Beispiel Götterfels betrete, dann ist es mir erlaubt, die Karte zu öffnen und dann müsste ich erst wieder in die Einstellungen und die Map tatsächlich wiederfinden. Sollte ich theoretisch machen, aber ich habe ja in diesem Fall... Wer die alten Folgen gesehen hat, wird wissen, dass ich mich fast anderthalb Stunden lang damit gequält habe, die letzten Point of Interests in der Königin-Teilkarte zu finden. Ja, und wer gesehen hat, dass ich mich da anderthalb Stunden gequält habe, der wird verstehen, dass das tatsächlich mir hier keinen Vorteil gebracht hat. Ich hätte schon andere Stellen gehabt, wo das vorteilhafter gewesen wäre. Ich mach's deswegen jetzt einfach mal nicht, aber theoretisch würde es wahrscheinlich wäre das wahrscheinlich die Lösung. So, Asuna, machst du das Event für mich zu Ende? Das wäre natürlich super sweet von dir, weil ich darf nämlich auch zum Beispiel nicht, ich kann ja auch gar nicht über die Karte zu Wegmarken reisen, weil ich die Karte ja eigentlich gar nicht besitze. Das heißt, wir müssen relativ viel laufen. Also ich vertraue jetzt mal darauf, dass Asuna das Event hier zu Ende macht und ich so ein bisschen leechen kann. Das ist sowieso das Beste, was man machen konnte. Oder was man machen kann. Tatsächlich ein bisschen die Events leechen. Man bekommt übrigens auch eine ganz, ganz andere Verbindung zu Fallschaden. Also wer bisher Guild Wars 2 gespielt hat, der wird mit Fallschaden wahrscheinlich nur in den seltensten Fällen in Kontakt gekommen sein. Seitdem es Gleiten in Guild Wars 2 gibt durch HOT, wird wahrscheinlich von euch keiner mehr Probleme mit Fallschaden haben. Jetzt hier, wo man einen Charakter hat, der gelöscht werden müsste, weil man zufällig an Fallschaden stirbt oder weil da unten noch ein Mob steht, der einen dann umhaut, weil man Fallschaden bekommen hat, wird man plötzlich ganz, ganz... reagiert man ganz, ganz anders, wird man viel, viel sensibler, was das Thema Fallschaden angeht. Auch wenn ich mir sicher sein kann, dass diese Höhe hier mich nicht umbringen würde, bin ich doch ein bisschen vorsichtiger geworden. Das wäre tatsächlich eine Idee. Sarah is watching you. Dass ich theoretisch über die Minimap an die Map kommen könnte. Gut, damit das tatsächlich nicht nochmal passiert, disablen wir das hier tatsächlich mal. Wo ist denn Karte öffnen M? Oh, hier bestimmt irgendwo da. Tastenbelegung aufheben. Ja. Gut, jetzt kann es auch nicht mehr zufällig passieren. Ich drücke M, aber es passiert nichts. Sehr schön. Da steht ein Schild mit Gefahr. Stand hier schon immer ein Schild mit Gefahr?
Ja, doch. Doch, ich erinnere mich an den Text. Dieses Shit schon, oder? Stand das Shit da schon immer? Ich erinnere mich an diesen Text. Ich meine, es ist der gottlose Sumpf. Und dann halt zu sagen, die Götter haben diesen Ort verlassen, macht Sinn. Aber auf das Shit habe ich tatsächlich vorher noch nie geachtet. Also wir machen uns auf Richtung Kessex-Hügel. Und in den Kessex-Hügeln wollen wir zu Usulans Werkstatt wegen des Ratzkreisels, der Leute irgendwie hypnotisiert hat. Und dem wollen wir natürlich auf die Spur kommen. Ich folge hier übrigens diesen Brettern, weil sie mich auf jeden Fall zu dem Übergang bringen. Genau, da ist dieses kleine Vor und von dem Vor geht es dann rüber in die Kessex-Hügel. Ansonsten, wie gesagt, ist der Chat herzlich dazu eingeladen, ein bisschen was zu schreiben, zu diskutieren, was auch immer. Denn es gibt, das muss man halt auch sagen, in diesem Let's Play sehr, sehr viel Downtime. Ja, sehr, sehr viel Zeit, wo halt nicht viel passiert, außer man läuft halt mal von A nach B. Das heißt, ihr seid herzlich dazu eingeladen, euch da irgendwie in irgendeiner Art und Weise einzubringen. So, jetzt muss ich dann doch mal überlegen. Die Wegmarke haben wir hier automatisch, ne? Da muss ich jetzt doch mal überlegen. Ich glaube, bis zur Wegkreuzung, dann links und dann musste man irgendwo hoch. Da musste man schon vor der Wegkreuzung hoch. Da geht's. Oh, ein zweiter Tiergefährte. Nein, ich kann ihn nicht sehen, weil das gar nicht meiner ist. Ist irgendwo ein anderer, da ist der andere Waldläufer. Verdammt, ich habe immer noch keinen zweiten Tiergefährten. Das wurmt mich. Falls mein Bär mal stirbt, habe ich Probleme. So, jetzt hier an der Wegkreuzung und dann glaube ich hoch über den Hügel. Das ist jetzt bestimmt total umständlich gelaufen. Und irgendwer denkt sich, ach, da vorne, ja. Doch nicht so umständlich gewesen. Ah. Okay, werde ich hier angegriffen? Oh ja, wir werden angegriffen. Okay, nein, wir werden nicht angegriffen. Und da die Regel ist, möglichst schnell die Personal Story weiterspielen, gehen wir auch sofort rein. Ich sage ein herzliches Hallo an Lyre, die gerade gewunken hat. Dieser Weg führt zu Usulans Werkstatt. Von hier an wird's vermutlich etwas sonderbar. Als ob es nicht schon sonderbar gewesen wäre. Danke, Logan. So, dann betreten wir mal das Versteck. Und da sind dann, ja, weitere hypnotisierte. Solan, ihr könnt euch nicht ewig in diesem Sprechkasten verbergen. Ich habe den Feind entdeckt. Da drin ist also Usulan, ja? Unwahrscheinlich. Mein lieber, oder meine liebe. Der Kerl hat aus irgendeinem Grund mit der Statue geredet. Hypnotisierte Ausstellerin. Ein Usukom. Ja, ich hätte gerne ein Autogramm von Usulan. Okay. Gut, dann kümmern wir uns um die Schausteller und dann sagt er uns hoffentlich, was los ist. Und Logan bringt so ein typisches Clown-Klischee. Sehr gut. Mein Gott. Mein Gott. Und Lindwürmern erwischt. Ah, keine Sorge. Wasserbestien fressen keine Clowns. Ein sehr merkwürdiger Haufen hier rund um den Ratzkreisel. Ich bin immer so. Ich weiß immer noch nicht, wie aggressiv ich tatsächlich spielen kann. Hey, hat mich da gerade jemand geschlagen? Ja, wir haben dich geschlagen. Hey, hat mich da gerade jemand geschlagen? Ich mach die Dialoglautstärke doch mal so ein kleines bisschen runter. Mich verwirrt es, wenn ich selber rede und dann reden irgendwelche Schausteller. Wie schön. Zum Sterben. Die letzten beiden, Gott. Die den angefasst haben, wir sehen uns wieder. So, wie viele Schauspieler haben wir denn da noch? Da vorne ist. Ich glaube, da hinten schon Ende. Mein Kopf. Vor allem sagen die allesamt dasselbe. Es ist jetzt nicht so, als ob das irgendwie sonderlich kreativ wäre. Kopf. Ich glaube, die haben alle Kopfschmerzen. Au! Das Ding ist gefährlich. Es brennt. Okay. So, mein hochnobler Herr Erfinder. Jetzt trete ich den Beweis an, dass meine Bombe euer Hirn übertrumpft. Was? Mit dem witzig kleinen Böllerchen, dass ich nicht lache. Winzig? Das ist meine größte Bombe.
Die explodiert sogar auf Befehl. Ich sage bloß, Bombe macht Bumm und... Wow. Großer Bruno ist definitiv nicht der hellste Bruno. Irgendwas Interessantes gesehen? Beinahe so intelligent wie sein Namensvetter. Verbeugt euch, Bruno. Okay. Wir holen euch da raus. Bitte. Er ist Usulan, der Erfinder, und er hat diesen schwebenden Ratzkreisel. Und wir sollen die Turbosummer überladen. Wir sollen sie benutzen, um das Kraftfeld zu überladen, damit er da rauskommt. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und eine Armee von Spielzeug-Golems, die sich hier einmischt. Visionäre Schwertkämpfer. Ich bin natürlich da auch überhaupt nicht irgendwie zurückhaltend, sondern schieße sofort auf den weit entferntesten Turbolader. Ich habe keinen Highskill, ne? Das muss einem immer bewusst sein, wenn man hier spielt. Ich habe keine wirkliche Chance, mich in irgendeiner Art und Weise hochzuheilen, wenn meine Lebenspunkte niedrig sind. Es sorgt schon für so einen kleinen Nervenkitzel, wenn man so um die 50% Lebenspunkte ist. Nervenkitzel, den ich so nicht kenne, normalerweise. Weiß auch nicht, irgendwie diese Turbo-Buzzer tun mir auch weh. Boah, geh weg. Ich gerne so ein kleines bisschen. Ich habe das Gefühl, der Usotron greift mich gleich auch noch an. Das heißt, ich probiere jetzt erstmal so ein bisschen out of fight zu kommen. Und Lebenspunkte zu regenerieren. So, jetzt sind wir auf einem. Wieder in einem Stadium, wo ich mich wohlfühle. Eindringlinge geortet. Ja, war klar. Aktiviere Geburtstagsunterhaltungsprotokoll. Wir haben den Usotron 7000 aktiviert. Und okay. Alle dem Tode geweiht. Durch mein eigenes Genie. Wie poetisch. Eigentlich mag ich Usulan ja, wenn ich hier so gerade die Dialoge höre. Na, diese typische verrückte Wissenschaftler. Ist auch lange her, dass ich diesen Weg gespielt habe. Also diesen Story-Weg mit Usulan. War auf definitiv eine gute Wahl. Weil ich mag den Teil hier. Archer Death fragt, ob ich schon Sei fertig habe. Ich vermute mal, du meinst Seis. Ja, sieht man ja in dem Guide, dass ich Seis fertig habe auf Guild News. Einfach immer auf guildnews.de vorbeischauen. So, ihr seid frei. Nun erzählt mal, was mit den Ratzkreiseln ist. Der Ratzkreisel macht schwache Leute vorübergehend beeinflussbar. Er steigert den Spaßfaktor jeder Feier um 33%. Der Zirkusdirektor war begeistert und sehr liebenswürdig. Anfangs. Wir glauben, der Zirkusdirektor plant etwas Großes. Überrascht mich nicht. Er fragte, wie man die Stärke und die Reichweite vergrößern könne. Er wollte die Pläne, aber ich lehnte ab, aus Prinzip. Könnte er den Ratzkreisel abwandeln? Vielleicht mit einer besonders mächtigen Version viele Leute beeinflussen? Ja, schlau genug dafür ist er. Und wenn er das vorhat, tut er es vermutlich bei der nächsten großen Vorstellung im Zirkus mit einem möglichst riesigen Publikum. Ja, okay, das heißt für mich, ich muss wahrscheinlich wieder zurück nach Götterfels und das heißt für euch, scheißegal, was ich auswähle. Das heißt für euch lange, lange Wartezeit, weil ich laufen muss. Super. Das freut uns ja. Ja, das macht total viel Spaß. Gut, da kann ich in der Zwischenzeit ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und euch mein Leid klagen. Das Leid einer Person, die andauernd spülen muss. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man hat jahrelang immer ganz normal an einem Spülbecken gespült und alles war gut. Als ich in meine erste eigene Wohnung gezogen bin, da hatte ich halt nur eine Spüle, keine Spülmaschine. Und es war überhaupt gar kein Problem. Ja, ich hatte immer, hab mich immer recht wohl gefühlt, damit über einer Spüle zu spülen. Hab auch nicht so viele Sachen verbraucht, muss ich sagen. Und dann plötzlich bekommt man beim Umzug im Oktober eine Spülmaschine von der Familie geschenkt. Und man gewöhnt sich unheimlich schnell an technischen Fortschritt. Ich meine, es ist halt Fortschritt im Vergleich zur alten Spüle. Und jetzt ist diese Spülmaschine im Eimer.
Es war sowieso eine ältere, also meine Familie hat mir jetzt nicht was komplett Neues geschenkt, sondern halt eine ältere vererbt, quasi, nachdem jemand in meiner, oder nachdem zwei Leute zusammengezogen sind in meiner Familie und demnach eine größere Spülmaschine schon da war, oder zwei Spülmaschinen da waren, habe ich halt eine mitbekommen und habe mich, wie gesagt, super schnell daran gewöhnt nach dem Umzug. Und jetzt ist die im Eimer und jetzt muss ich tatsächlich wieder von Hand spülen. Und was früher überhaupt kein Problem für mich gewesen ist, empfinde ich jetzt als so lästig. Das ist unglaublich. Das würde ich wie, also gut, schnell jetzt in Anführungszeichen. Es waren jetzt 11 Monate, die ich mich an eine Spülmaschine gewöhnt habe. Aber ich habe jetzt echt keinen Nerv mehr dazu. Das Nervigste sind ja sowieso die Spülhände. Ich habe das ja jetzt irgendwie noch so ein bisschen. Kurz bevor ich den Stream angeschmissen habe, noch schnell alles weggespült. Und ja, wird Zeit, dass ich mir definitiv eine neue Spülmaschine anlege. Oder zulege. Kann und will so nicht mehr leben. Dieses heilige Bier wird nicht durch eure Grabscher besucht. So, wir hauen hier nur kurz ein paar Zentauren. Wie gesagt, eigentlich soll ich weiterlaufen. Das ist ein Andenken an mich. Aber das gibt mir zumindest ein bisschen XP. Irgendwer wird das ja hier schon weiterführen. Und wenn nicht, dann kriegen wir immerhin die Es ist schiefgegangen XP. Ich merke schon, die Geschichte hat euch total berührt im Chat und sicherlich später auch auf YouTube. Es gibt überwältigendes Mitleid und unglaublich tolle Reaktionen im Chat. Wenn ihr das sehen könntet auf YouTube, ihr würdet es nicht glauben. Ah doch, zumindest einer oder ein Nee, je nachdem, hat geschrieben. Wie gesagt, ich hatte mich super an das per Hand spülen gewöhnt, habe mich allerdings jetzt noch schneller halt an eine Spülmaschine gewöhnt. Muss ich gucken, dass ich die demnächst zusammenbekomme, genauso wie meinen Schreibtischstuhl. jetzt geht's auch. Manchmal muss man einfach nur nach Mitleid haschen, ja, dann kriegt man es auch. Zusammen mit meinem Stuhl, hat vielleicht auch der ein oder andere mitbekommen, mein Markus hat sich von mir verabschiedet, also so heißt der IKEA-Stuhl, Markus. Und auf dem sitze ich allerdings gerade noch. Wer das Bild gesehen hat, wird wissen, die Sitzschale hat sich getrennt vom eigentlichen Stuhl. Und hier können wir vielleicht auch noch was abgreifen. Wenn ich da mal kurz einen Skript-Dieb anhaue. Jetzt dauert das Leveln immer so ewig. Deshalb mache ich das hier mal eben so nebenbei. Die Sitzschale hat sich vom eigentlichen Stuhl getrennt. Und es ist abgebrochen. Es ist nicht so, dass ich das wieder anschrauben könnte oder so, sondern es ist tatsächlich abgebrochen an zwei Stellen. Das heißt, ich brauche auch einen neuen Stuhl. Und jetzt habe ich halt dieses ganz, ganz schwere Thema, ja. Was ist wichtiger? Ein Stuhl, auf dem ich ordentlich sitzen kann, ja, oder eine Spülmaschine? Und das ist überraschenderweise wirklich ein schweres Thema, weil beides auf einmal funktioniert definitiv nicht. Ich kann ja noch auf dem Stuhl sitzen, das ist nur gerade so ein Balanceakt. Ja, wenn ich mich ein bisschen nach links lehne, rutscht quasi die Sitzschale vom Stuhl und wenn ich mich nach rechts lehne auch. Das heißt, falls ihr irgend so ein Poltern im Hintergrund hört und ich plötzlich nicht mehr rede, da bin ich quasi vom Stuhl gefallen. Und falls ich mich in den nächsten 10 Minuten darauf nicht nochmal zu Wort melde und der Stream läuft einfach weiter, dann ruft bitte den Krankenwagen, weil ich vermutlich mit einer Kopfverletzung am Boden liege und eventuell krepiere. Ich hoffe nicht, dass das passiert, aber wenn es passiert, dann hoffe ich, dass es während eines Livestreams passiert, weil ich mir dann sicher sein kann, dass Leute das mitbekommen und ja, eventuell dafür sorgen, dass ich überlebe. Da wäre ich euch sehr verbunden. So, wir sind in Götterfels angekommen. Wir müssen wieder zum Jahrmarkt. Der war hier rechts unten, oder? Müsste das nicht hier gewesen sein? Reis zum Jahrmarkt. Ich meine, das war hier unten rechts. Wirf eine Münze und du wirst merken, was dir persönlich wichtig ist. Ich weiß nicht. Ich find beides, wie gesagt, wichtig. Ich bin ein Schar und fresse dich auf. Ja. Jora, Meloni und Gwen. Wird schon. Also, ich bin am Jahrmarkt angekommen. Die Frage ist, wo muss ich jetzt hin? Bin ja hier. Klopf, klopf. Sehe hier allerdings keinen
grünen Startpunkt in der Nähe. Sind steuerlich absetzbar. Wenn ich groß bin, will ich ein Held. Drück zumindest den Clip-Button. Ja, danke, Mental. Ne? Du mich auch. Ich kann ja auch nicht öffnen, ne? Wo muss ich denn hin? Ach, ich warte mal, ich darf ja die Map öffnen in der Stadt, ne? Ja, das darf ich. So. Der Minister ist ein guter Redner, aber ich traue ihm nicht. Da muss ich hin. Okay. Ist aber schön. Wie kriege ich die Map denn jetzt wieder klein? Ach, da unten, ne? Ja, da kriege ich die Map wieder klein. Ja, es gibt theoretisch Küchenstühle, aber ich habe immer das Gefühl, die sind so klein, Küchenstühle. Also sind so ein bisschen tiefer als mein Bürostuhl. So, und hier müsste ich dann irgendwo jetzt meinen Zugang finden. Bei Ursulans mechanischem Orchester. Da, haha. Klopf, klopf, der Zirkusdirektor. Ich sitze relativ, also wenn ich gerade, also das ist ja das Geile an dem Stuhl, gerade wenn ich gerade sitze, oder genau dann, wenn ich gerade sitze, bin ich ja in der Balance in dem Stuhl. Ist halt nur doof, wenn ich mich plötzlich nach rechts lehne, um zum Beispiel mein Fenster zuzumachen, das ist mir gestern passiert. Und dann bin ich halt tatsächlich, also ich hab's überstanden, ohne mir weh zu tun, aber es ist halt tatsächlich so, dass ich rechts vom Stuhl so ein bisschen gerutscht bin und mich dann mit dem rechten Bein irgendwie so halb aufgefangen habe. Wir leben für den Applaus, meine Damen und Herren. Es war uns ein Vergnügen, euch zu unterhalten. Wir sind am Ende der Vorstellung. Doch wir haben noch Zeit für eine Zugabe. Richte den Blick auf den Zirkusdirektor, meine Lieben. Werde Zeugen seines stolzesten Augenblicks. Ausgezeichnet. Nette Vorstellung. Woo! Meine Zeit ist kostbar. Die zuckende Baroness Jasmine habe ich nicht dabei. Und ich habe auch keine Einladung verschickt, nein. Zirkusdirektor ist böse. Und blickt nicht auf den Ratzkreisel. Seid ihr bereit, euch erstaunen, verblüffen und faszinieren zu lassen? Dies wird ein virtuoses Meisterstück. Seht genau hin, werte Damen und Herren. Lasst euch dies nicht entgehen. Ich möchte auch hinsehen. Wohin denn? Und nun, Damen und Herren, der Höhepunkt der Darbietung, das große Finale. Bitte richtet euer Augenmerk auf den schwebenden Ratzkreisel in der Mitte der Bühne. Seht, wie er sich dreht und dreht. Nach dem Aufstieg allemal folgen muss der tiefe Fall. Für Jenna's Kreiter ist's vorbei. Sie werden stürzen, alle zwei. Zirkusdirektor. Kraft meines Amtes befehle ich euch, hört auf! Ihr seid festgenommen wegen Verrats! Ja. Wie könnt ihr es wagen? Labarababar. Oh. Leute, wendet die. Ja, wendet ihr die Augen ab, Spielverderber. Und dann schnappen wir uns den Kerl. Wo ist denn eigentlich der Ratzkreisel? Ich such den die ganze Zeit schon. Ich will das Ding auch mal sehen. Oh, jetzt legt er hier aber los, oder was? Aua, 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 nein, nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Geht weg von mir. Bin ich unsichtbar? Ja. Ich möchte da nicht mittendrin stehen und ich möchte vor allem, dass mein Bär mir das Gift wegnimmt. Hat er nicht gemacht, scheiße. Oh Mann, lasst mich doch in Ruhe. Vielleicht sollte ich erstmal die hypnotisierten Zuschauer töten. Fuck! Ich werd ein bisschen nervös gerade. Hier ist mir zu viel Trubel. Boris, die Bestie. Lass mich in Ruhe. Geh weg, Boris. Danke. Mann, wieso hauen die denn auf mich und nicht auf meinen Tiergefährten? Hör doch auf damit. Machen wir mal die Madame da weg. Sehr schön.
kommt aber auch immer wieder, die Olle. Auf sie! Ein kleines bisschen nervös, muss ich sagen. Oh, 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 oh. Wo kommen die denn alle her? Fuck. Auf sie! Kommt vor allem immer wieder. Kann das sein, dass das überhaupt nichts bringt, dass ich die Zuschauer töte? Ein Tiergefährte kommt gar nicht dazu, die zu hauen, glaube ich. Okay, ich bin da durch. Meine Fresse. Der Zirkusdirektor hat es fast geschafft, Chaos in der ganzen Stadt zu stiften. Ja, ich möchte mir die Dialoge tatsächlich nicht mehr immer komplett anhören, sonst kommen wir mit dem Let's Play nirgendwo hin. Was kommt jetzt? Das war schon happig, muss ich sagen. ein kleines bisschen nervös gemacht hat mich das gerade. Ja, durchschnaufen. Wir haben es auf jeden Fall überlebt. 4 HP größer 0. Ganz genau so sieht das aus. Das war's dann, glaube ich, auch schon wieder mit dem Abschnitt der Dingens, ne? Ja. Diese Episode ist erst ab Stufe 30 spielbar. Das heißt, jetzt beginnt der langweilige Part. Wir leveln uns bis Stufe 30 in den Kessex-Hügeln. Und dazu müssen wir auch erstmal wieder zu den Kessex-Hügeln hinlaufen. Na, viel Let's Play ist mit viel Arbeit verbunden. Ich schaue gerade auf die Uhr. Ein paar Minütchen haben wir auf jeden Fall. Wobei, nein, ich wollte die Folgen unter einer halben Stunde laufen lassen. Ne? Ja, dann sind wir mit der jetzigen Folge durch für die YouTube-Zuschauer. Live, wie gesagt, bleibt unbedingt dran. Auf YouTube war das wahrscheinlich das knappste Ergebnis, das wir bisher hatten bei Sputtis Hardcore Let's Play seit meinem tatsächlichen ersten Tod, wo ich meinen Charakter löschen musste. Er heißt ja nicht umsonst Sputti Hardcore 2. Ja, es ist ja schon Nummer 2. Tatsächlich. Gut, ja, dann machen wir für die YouTube-Zuschauer Schluss. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge und bis zur nächsten Ausgabe.